Das ganze Jahr über sind die Schiffe der Wasserschutzpolizei im Einsatz. Damit sie auch im Winter funktionstüchtig bleiben, werden entsprechende Maßnahmen getroffen. Ja, es ist für die Wasserschutzpolizei die gleiche Herausforderung wie für jeden Einwohner hier in Karlsruhe. Der Winter bringt Eis, der Winter bringt Schnee, Gefahren, auf die man sich einstellen muss. Wir entwässern natürlich auch unsere Leitungen. Alles, was vom Frost gefährdet werden kann, bringen wir in Sicherheit. Vereine, Schiffsführer, Ruderer, alle werden über mögliche Gefahren informiert. So soll vermieden werden, dass Personen verunglücken und aus dem Wasser gerettet werden müssen. Und auch an Land werden entsprechende Vorkehrungen getroffen. Gut, erstmal natürlich ganz normal, wie im übrigen Stadtgebiet auch, wenn es Glatteis oder Schnee hat, dann sind wir natürlich verpflichtet, rund um unsere Gebäude und Liegenschaften den Winterdienst zu machen. Das bedeutet, wir haben zwei Winterdienstmannschaften im wechselnden Einsatz, die mit der Schneefräse bzw. mit der Schneekehrmaschine eben hier rund um die Gebäude alles sauber halten, so abstumpfendes Mittel, so Lavagranulat streuen oder in besonderen Fällen auch mal Salz, wobei das natürlich nur sehr zurückhaltend eingesetzt wird. Mit dem Hafenschleppboot wird die Eisschicht aufgebrochen. Im vorderen Teil des Boots sind Stahlplatten verbaut und im Bug steckt verstärkender Beton. Dadurch können ihm auch dicke Eisschichten nichts anhaben. Also der Winterdienstplan ist meines Wissens schon seit 6 Wochen fertig. Also die Kollegen wissen schon ganz genau, wann sie dran sein könnten für den Fall, dass es Eis und Schnee gibt. Und das bedeutet für die gegebenenfalls morgen um 4 aus dem Bett zu krabbeln und hier herzukommen und loszulegen, damit eben die Verkehrssicherungspflicht von uns auch gewährleistet werden kann. Bei extremen Temperaturen muss der Schlepper mehrmals täglich zum Eisschieben los, damit die Fahrrinne für die Großschifffahrt frei bleibt. Aber auch für diesen Winter ist der Rheinhafen bestens vorbereitet.